Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Everspace. Wir machen weiter. Ich glaube, wir waren mitten in einem Run, ja. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier sind. Sektor 5. Okay. Come on. So, während ich mich hier versuche wieder an das Spiel zu gewöhnen. Okay, so. Ja, jetzt mal ein bisschen Ruhe hier für eine Sekunde. Okay. Haben wir irgendwelche Aufträge gerade? Sieht nicht so aus. Ah, vorsichtig. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir da durchfliegen. Ich glaube, da fliegen wir nicht durch. Okay, gibt es eine Menge Ohr. Brauchen wir Ohr für irgendwas? Wir benutzen in erster Linie das. Kolgan benutzen wir nicht. Haben wir. Können wir nicht upgraden. Irgendwas Interessantes bei euch? Sieht nicht so aus. Sprit haben wir noch. Würde ich sagen, fliegen wir einfach weiter. Oh, warte mal, was haben wir? Das ist alles Ohr. Ja. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, was ist das? Natural Hazard muss ja nicht sein. Habe, das könnte. Okay, da war eine ganze Menge. Dann kümmern wir uns erstmal um die. Okay, was ist hier los? Irgendwas passiert hier. Die machen gerade irgendwas mit mir. Keine Ahnung was. Ja, intercepted was? Meinst du die? Okay, whatever. Kommen wir nämlich an nicht ran. Müssen wir von der anderen Seite ran. Also ist kaputt. Okay.
snap one dot. Yeah, I like that. Ist hier irgendwas? Schönen guten Abend, Astalak. Extension finde ich besser, also salvagen wir das. Tractor Beam klingt nach einer super Sache, aber haben wir auch keinen Platz für. Shield Disruptor klingt auch gut, haben wir auch keinen Platz für. Sind die verdammte Tür. Wie sind wir denn hier reingekommen? Da. Schönen guten Abend, Nicodemus. So, hier war doch irgendwo so ein Elite-Fighter. Wo ist der? Hallo? Wo bist du? Ach, eine Korvette gleich. Okay. Ich würde sagen, ja, würde ich auch sagen, wir fliegen hier einfach mal weg. Die schießt immer noch auf uns, das ist alles nicht gut. So, da uns mal repairen. Ja, aber... ist nur die eine? Gut, dann können wir es theoretisch versuchen. Ist auf jeden Fall nicht gut, wenn man nicht vorbereitet ist. Und sie haben auch keine Drohnen. Das, ja, die können wir theoretisch, können wir die schaffen. Brauche ich jetzt nicht, Freund. Geh mal weg. 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 Gehst. Danke. Weggegangen. So, ich würde jetzt mal gerne meinen Kram hier einsammeln. Noch ein Access Key. Schön. Wir haben. Brauchen wir nicht, aber. Was? Ach, falsche Taste. Energy Discharger, Manage to create a vertical blast around it. Ja, ich habe zum Glück noch nichts Größeres als eine Korvette gehabt. Also, ich meine, das Problem ist, wenn die Reinforcements, also da reicht es tatsächlich schon, wenn die Fighter
als Reinforcements schicken, aber es gibt ja theoretisch auch noch größere Schiffe, soweit ich weiß. Ja, heute ist, ich gucke gerade, bei mir sind noch entspannte 27 Grad im Zimmer. Im Moment reicht noch ein Ventilator. Das Ding brauchen wir nicht. Friendly Weapon Drone, kann man das irgendwie... Ja, ich bin im dritten Stock und ich habe von 13 Uhr bis Sonnenuntergang dauerhafte Sonnenbestrahlung und keine Außenjalousien. Das heißt, hier wird es im Sommer richtig warm. So, hier war doch nur irgendwo so ein Com-Hub, ne? Da. Wieso drücke ich eigentlich immer Caps Lock? Es ist Shift, verdammt. Ja. Ja, also ich habe drei Ventilatoren hier in diesem in meinem Computerraum. Das geht dann. Es macht das Aufnehmen mitunter ein bisschen schwierig, weil ich die auch noch so platzieren muss, dass ich im Luftstrom sitze, aber das Mikro nicht im Luftstrom ist. Also es ist alles nicht. Also. Ne? Weil man will ja auch im Sommer Videos aufnehmen. Der Container, okay. Wo ist der? Da. Da war nichts drin? Okay. Ah ja, ja, hab dich zu spät gesehen. Slack kennen können wir. Oh, Blueprint ist immer gut. Ich meine, es ist schön. Ich habe auf der gleichen, Hausseite ist auch mein Balkon. Das heißt, ich habe auch quasi den ganzen Nachmittag über Sonne auf dem Balkon, kann also schön in der Sonne liegen. Es ist halt doof, dass halt auch die gesamte Fensterfront meines Wohnzimmers beschieden wird. Aber nee. Habe ich noch Nanobots? Ja. Oh, aber mehr Nanobots, sehr schön. Shock Rifle? What the fuck? Wieso drücke F, nicht R? Instantly emits a wave energy that deals low shield and hull damage and duck. This weapon's full potential by charging it before firing it. Da werde ich nie dran denken. 4000 Meter ist natürlich eine very nice Sache. Aber der Schaden ist nicht so gut. Es gefällt mir besser als die Coil Gun. Swappen wir es mal gegen die Coil Gun. Die werde ich eh nur in Ausnahmefällen benutzen. So, haben wir hier noch irgendwas? Nanobots, dankeschön. Was ist das da? Was zur Hölle? Ach, das ist eins von diesen außerirdischen Lebensformen, glaube ich. Den lassen wir mal in Ruhe. Obstacle? Kommst du nur auf die Idee? Wo ist hier denn ein Obstacle? Da, da, der Krümel. Da fliegen wir doch durch, das ist doch. Wenn man nur schnell genug fliegt, fliegt man durch alles durch.
Würde sagen, wir fliegen hier unten lang. Weniger Risk. Oh Gott, Waffe wechselt. Guck mal, mich damit nicht überfordert. This is the furthest we have yet advanced. We need to make a foothold here to ensure our continued progress. Yeah, yeah. I don't plan on going backwards. Onwards and upwards. That's the spirit. Ja. Ja, das stimmt. Hier ist sehr starker Solar Wind. Allerdings in allen Richtungen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier unseren Jump Suppressor. Also erstmal müssen wir hier eine ganze Menge einsammeln. Vor allem Fuel. Ja. Wo bin ich überhaupt reingeflogen gerade? Kann es sein, dass hier der Jump Suppressor ist? Wir sind bei wie viel Prozent? Wo steht 2%? Ne, der ist hier nicht. Okay. Mineable Gas, Crystal, Scrap, Scrap. Okay, das ist nicht so wichtig. Fliegen wir hier mal raus. Gucken wir mal. 0%. Okay. Null Prozent. Das bestimmt da, könnte da sein. Nur hab dich nicht so, es sind da nur ein paar hundert hier. Ja, ich vergesse auch immer, dass die Shield-Energie die gleiche Energie ist wie die Boost-Energie für unseren Antrieb. Der repariert, du Scheiße. Hör mal auf damit. Okay. Ach, die da, ja, das stimmt. Die
füllen unsere Energie wieder auf, ne? Crystal, Scrap, Scrap. So, wir haben aber noch nicht den Jump Suppressor gefunden. Wo hatte ich gedacht, dass der ist? Wo ist das Ding? Da. Ja, hier ist der irgendwo. Achso, Secure Container. Ich kann ja auch lesen. Energy Shield. Okay. Das klingt doch noch super, sag jetzt Destroyed. Einfach mehr Energie, finde ich. Ich meine, das ist nett. Wir haben keinen Platz. So, wo ist jetzt dieser Bescheuerte? Da. Was musst du hier draußen? Sensor Drone. Können wir die vielleicht use now? Hui! Okay, du fliegst um mich rum, nehme ich an. Oder fliegst du irgendwo hin? Ich hätte mir das vorher durchlesen sollen, bevor ich es benutze. Aber ja, gut, so ist das mit allen Sachen im Leben. Man sollte sie vorher durchlesen. Drone-Server ist nicht gut. Den machen wir mal schnell kaputt. Okay. Geht das auch mehr, als wir haben? Okay, mal gucken, ob die Drohne bei uns bleibt, wenn wir den Sektor verlassen. Wahrscheinlich nicht. Oh, die haben wir noch. Oh, cool, schön. Haben wir noch eine Drohne. Ne, ihr werdet ihn ja wohl kaputt kriegen, ja, oder? Da ist noch einer. Hör mal auf, mit Raketen zu schießen. Du musst ja auch eine andere Taste bedienen. Das ist zu kompliziert. Ein bisschen Rücksicht nehmen.
Inertial Dampers sind kaputt. Ne, das ist. So stand da irgendwas mit Inertial Dampers. Oder habe ich mir das eingebildet? Oder ist das hier. Ist das hier einfach so? Weil das Schiff ist in Ordnung, oder? Und alle okay, alles online, nichts kaputt. Okay, das ist alles wieder G&B, die können wir mal. Ship Color wollen wir haben. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube einfach nur so. Wer schießt denn da noch? Beruhigt euch mal wieder. Word the target ship's control unit and makes them fight on your side. Das klingt auch alles nett. Das klingt alles nett. Wir brauchen mehr Slots. Anyway, this and this text varies and you can only have one active. Ja, ich nehme mal an, dass das bei den richtig guten Schiffen nicht funktioniert. Ich nehme an, nicht an, dass ich damit eine Korvette umdrehen kann. Ne, ich bin mit dem eigentlich zufrieden. Also, Salvage, schon nice. So, was hat uns das Ganze gebracht? Geld. Ohr. Mehr Ohr. Tech-Container. Fuel. Fuel wollen wir haben. Auch wenn es nicht viel ist. Aber haben wir hier noch irgendwas in der Nähe? Nanobots, die wollen wir auch haben. Wo wir nur Platz für einen haben, aber jeder Nanobot kann wichtig sein. Service Station. Gucken wir erstmal zur Service Station. Vielleicht können wir da ja auch Fuel kaufen. Wo war die? Service Station ist hier. Wir müssen vielleicht nicht durch das Minenfeld fliegen. Come on! Wollte doch nur zu der Service Station.
Refuel klingt nach einer guten Idee. Was ist das hier? Repair? Resource Shop. Ach, ach nö. Nanobots, die könnten wir inzwischen wieder gebrauchen, wenn wir das repariert haben. Wahrscheinlich, wenn ich hier durch das Minenfeld durch bin, brauchen wir es auch nochmal. Können natürlich auch einfach außen rumfliegen, weil es ein sehr kleines Minenfeld ist. Sieht alles. Ah, schwarzes Leuchtwerk, kann sagen, sieht ja alles peaceful aus, aber. Gut. Meine Befuel, da wollen wir hin. Ups, sorry. Irgendwer macht hier irgendwas. Oh, wir sind voll an Fuel, na gut. Lomorada, Vista. Wir waren einfach mal. Bevor ich hier noch aus Versehen ins schwarze Loch fliege, hauen wir lieber gleich ab. Wir wollen außerdem mal in einen neuen Sektor kommen. Okay, ein Jumpgate haben wir da. Da haben wir ein paar Fighter. Hier haben wir Elite. Hier haben wir auch Elite, okay. Na gut, dann machen wir den erstmal weg. Whatever. Credits wollen wir haben. Okay, keine Experimente, ich will einen neuen Sektor sehen. Und eine neue Katze. Betrayed by Seth Nobu. Adam Roslin worked under guard in his captor's laboratory. The cytotoxin was killing him slowly. The Admiral held the antidote. Roslin's only options were work or die. But he devised his own solution to the problem. Copying all incriminating data and destroying the research, he made his move. He needed to find a cure. So he fled to somewhere he had worked before. A secret lab in the demilitarized zone. Oh.
Ach du liebe Güte, alles. Another memory came to me. I saw Adam Rosslyn's escape. So he did not succumb to the poison. He was suffering from it at least. Made it to a hinterland. Our destination, perhaps. We are near to discovering that. Your ordinance point to assist you to one sector away. The whole story is within our reach. Könntet ihr eure Unterhaltung fortsetzen, nachdem wir den Kampf hier... Ah! Also, ich muss ja echt sagen, unser Main Character, der ist ja wirklich... cool wie die Nacht. Was hier, du blödes Ding, geh mal weg. Okay, ist jetzt hier Ruhe? Okay, Fuel sind wir voll, das ist mal eine schöne Abwechslung. Ah, Credits. Shield Booster Mark III, Consumable. Warum nicht? Was sein. Kommen wir uns erstmal um den da. Nee, er, also ich glaube, er hat sich selber geklont, um der ganzen Sache zu entkommen. Also vom Prinzip ist, also ehrlich gesagt, warum wir das alles machen, weiß ich noch nicht. Oder? Weiß ich das schon? Ich glaube, wir wollen rauskriegen, wie es dazu gekommen ist, dass wir ein Klon sind oder so. Also ich hoffe, dass das klarer wird. Gegen Ende. Also wir waren ja irgendwie dieser Wissenschaftler, der diese Klonsachen gemacht hat. Das hat zu... Wo? Da, okay, dann machen wir das erst. Und der Turret ist natürlich drin. Wir sind irgendwie von unserem Freund verraten worden. Nee, war nicht so richtig. Credits. What the fuck? Okay. Okay, jetzt mal wieder... Oh mein Gott, ist das ein Stress hier. Mehr Credits. Also ich glaube, sein Freund hat sich doch irgendwie für die Gegenseite entschieden. Oder... ich weiß es nicht mehr. Wir können nach dem Run uns nochmal die Cutscenes angucken. Vielleicht wird das dann klarer. Thank you.
Ja, die Story. Ich meine, es ist nett, dass sie eine gemacht haben, aber. Okay, Damage Limiter. Mark III. Wir haben. Der ist besser. Davon haben wir 3. Davon haben wir nur einen. Wir könnten das mit dem Damage Booster swappen. Energy Discharger. Okay, das ist woanders. Zur sind wir ja reingekommen. Hier. Raus. Ach du liebe Güte. Das ist besser als das, was wir haben. Ja, also wird das geswappt und das können wir. Shock Rifle. Mehr Hull, weniger Shield. Höhere Fire Grade, weniger Energy Consumption, ein bisschen länger. Reichweite. Swappen wir auch. Mainframe Override. So. Credits, die sind draußen. In irgendwas? Sieht nicht so aus. Hoppala, da war eine Wandpöks. Wo ist die? Da. Dreidimensionaler Raum. So, Nanobots und hier war noch irgendwo Geld. Okay, das war schön. Ich würde sagen, da fliegen wir immer weg. Noch mehr hier? Blau auf Blau. Das war wirklich keine gute Designentscheidung. Wo zur Hölle? Da ist was. Da ist Fuel. Fuel brauchen wir nicht, also hauen wir ab hier. Das war ein guter Zeitpunkt. Was ist das? Sind das diese Webber-Drones? Ist ja furchtbar.
Okay. Könnten mal ein paar neue Nanobots gebrauchen. Und zumindest Credits. Das wäre so cool, wenn man die sich bauen könnte. Ist hier was? Nope. Ach ja, das ist meine. Hey, fellow traveler. What? Need some supplies? Du schon wieder. Oh, you're selling now? Gratis as always. Take what you like. Wow, this helps a lot. Und just get to where you're going, okay? Das geht mir. Okay. Fuel. Wie wär's mit. Wieso gibst du mir immer irgendwas? Wieso gibst du mir nicht das, was ich brauche? Ich meine, das ist nett. Und ich beklag mich auch nur ein bisschen, aber so ist das Ding. Ich meine, was ich an dem Ding mag, ist, dass der ziemlich schnell wieder auflädt. Der hat natürlich doppelt so viele Hitpoints. Das macht die Sache auch ganz interessant. Sieben Sekunden Shutdown. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den. Du hast doppelt so viele Hitpoints, was den Schild angeht? Ja. So, Nanobots hattest du keine über, ne? Ja, cool. Okay. Na gut. Ja, weißt du was, fliegen wir einfach. Forever. But we're closer. I can feel it. Am I right? The answer is in the affirmative. Although I can unfortunately offer no further details at this moment. A great load of help you've been. I try my best. Although it is impossible to please everybody. Nanobots, Dankeschön. Na, zwei, immer besser als nix. Bravo. Finde ich auch. Sachen kaputt gemacht ist immer gut.
Heißt, wir sind voll mit Nanobots schon? Das ging ja schnell. Ja. Okay. Okay. Okay, Fuel sind wir noch relativ gut aufgestellt, aber ein bisschen mehr kann nicht schaden. Plasma Field. Jetzt finden wir noch irgendwo ein bisschen mehr Fuel. Freighter has asked for repair assistance. A reward has been offered in return for supplying it with the resources it needs. Okay, sagst du mir wo? Da? Okay. Kann er mir auch sagen, was er braucht? Kann er nicht. Okay. Müssen wir hinfliegen und fragen? Dann, okay. Oh, 36, haben wir so viel? Wo ist denn? Oh ja, haben wir. The required resources have been transferred. You have received credits as a reward. Finde ich gut. Das musstest du mir aber nicht sagen, das stand da während der Transaktion schon. Aber gut, okay. Computer eben. Okay, Nanobots. Noch. Nee, was anderes wollt ihr nicht. Aber gut, fliegen wir zum nächsten. Halt. Ach, das haben wir schon gemacht, genau. Gut. Drone carrier? Link drones, to be precise. Concentrate on them before taking on the carrier. Nur geh schon in die Luft, das Drecksding. Okay, things have swung in my favor. I like that one. I'll add it to my list. Okay. Also Explosionen sind hübsch. Weapon Override Blueprint klingt gut. Blueprints klingen immer gut. Powercell Gel Fuel. Fuel wollen wir haben. Halt, hier sind noch mehr. Fliegen wir erstmal noch da.
Drone Weber. Okay, meine geküstelt. Oh, meine Drohne ist weg, ne? Ist wahrscheinlich irgendwann kaputt gegangen. Okay, wollen wir hier nochmal hingucken? Gucken wir hier nochmal hin. So, das habe ich wofür gemacht? Dafür? Wo kommt da der? Da. Sensory Overload Subroutine, okay. Immer noch nicht richtig begriffen, was diese Subroutines sind. Da müssen wir wenn wir im Hangar sind, mal genau drauf gucken. Shock Rifle Pro. Wie unterscheidet sich das von unserem Shock Rifle? Besser, besser, schlechter, besser, besser, schlechter. Bisschen weniger Reichweite, aber ich meine, die Reichweite ist immer noch ziemlich gut. Ausgang. Dann spielst du mal, brauchen wir nicht. Wir wollen raus. Okay. So, ich frage mich. Oh, okay. Ich frage mich in unserem Cursor hier, da dies. Das Grüne darunter in dieser Halbkreis, das ist ja die Energie. Und das Rote, ich nehme an, das ist die von dem
von unserer Energie, die verbraucht wird, von unseren fest installierten Gerätschaften, nehme ich mal an. Wie zum Beispiel dem Schild oder was auch immer. Ich vermute mal, dass es das ist, weil das habe ich noch nicht ganz begriffen, was dieser rote Bereich da ist. Ich nehme an, das ist also der blockierte Teil der Energie, den wir anderweitig benutzen. Das ist schon wieder ein schwarzes Loch, das darf doch nicht wahr sein. Wo bist du, Drecksding? Plasmatorpedo, das klingt ja richtig lecker. Wollen wir nicht zu gierig werden, lieber erstmal den Fuel holen. Aber wir sind hier so nah dran. Dass wir mal weiterkommen, als wir bisher waren. Deswegen würde ich sagen, es wäre so schön, wenn da stehen würde, was ist, ohne dass man da jedes Mal den Cursor draufziehen muss. Freitagwerk, das könnte doch ganz interessant sein. Okay. Okay. Ich will möglichst weit kommen diesmal. Wir sind so weit gekommen wie bisher noch nie, deswegen halten wir uns hier nicht lange an irgendwas auf. Ja, ich vermute, dass es reservierte Energie ist. Das of concentrated outlaw activity. Higher risks yield richer rewards. Warum seid... Ich wollte gerade sagen, warum... Es sah nur so aus. Wer schießt da auf mich? Weißt du was? Das interessiert mich alles nicht. Ich will hier zum Jumpgate. Nächster Sektor. Macht ihr hier euren Kram. Scheiß auf eure Outlaw-Activity. Jumpgate. After a painful voyage, Adam Roslin finally reached the secret lab. His DNA code was recognized by the defense system. To his shock, the entire facility had been made unusable. Time was running out. But there were other cloning facilities, carriers, abandoned bases, scattered throughout the demilitarized zone. Too far to reach. Remotely, he brought one of them back online, initiating an exploit protocol. If the plan worked, it would bring him a body replacement. In his fever, he made mistakes. But the wheels were set in motion.
In the meantime, the cryo chamber would halt the cytotoxin's progress. A long, uncertain sleep. Wow. Okay, ist das der letzte Sektor? Auf jeden Fall ein bisschen, um die Texturen zu laden. We have reached our destination. Our mysterious friend has joined us. She must have followed us. Hey there, you're the first clone to have made it. What are you doing here? What is this place? I'm not sure yet. Let's fly in closer and see. Könntest du mir mal irgendeine Antwort geben auf irgendeine Frage? Das würde die ganze Sache unglaublich erleichtern. Das klingt alles so, als würden die gleich auf mich schießen. Ich meine, die Grafik ist schon cool. Okay. Okay. Seth Nobu is here. It seems a few people have been waiting for me to complete this mission. What's this all about? I've guessed what this place is. Have you? The original Adam Roslin's hideout. It took you long enough to get here. Why, Nobu? Why can't you just leave the past be? It's Adam Roslin I want, not you. There's a matter to be settled and you play no part anymore. I have run a diagnostic of the facility defenses. The entrance is DNA coded to your specific sequence. Okay, so only I can open the gates. This must be part of Rosalind's plan. But what about these guys? You must be unaccompanied for entrance to be granted. The entire facility is booby-trapped against any attempted breach. You won't get in, Nobu. Time for you to drop your grudge. Listen, you brainless clone. I'm here for revenge, and that's what I'm gonna get. Stand aside, Nobu. You've done enough damage. Dinara? Oh, Dinara. So you were the mystery helper. You should never have gotten involved. Your brother became something quite different from the man you knew. These clones are no substitute. My brother is in there, Nobu, and I intend to rescue him. Dinara? Roslin's sister? Wir sind alle miteinander verwandt. Now things are starting to make sense. Ja, Star Wars. Wait, what is she doing? Dinara, wait! Nobu has tactical support. She is heading straight into a trap. Und sie hat offensichtlich keinen Bordcomputer, ne? Das ist. Das war eine dumme Idee. She brought it on herself. Naja. Now, if you'll excuse me, I have some business to finish with an old friend. Du kommst da doch nicht rein. Seth, you've done enough. You don't get the right to use my name, Meatbag. Ich verstehe das. We gotta prevent him from getting inside. Kann er doch. Able to enter the facility without the proper DNA sequence. Just take care of his support first. This was only the vanguard. Prepare yourself for more. I'm still trying to process that Dinara was my original sister. Why didn't she reveal herself to me? Saving Adam Roslin was her primary objective. It is likely she could not allow herself to become emotionally attached to the multiple clones she was supporting. Did she see anything of her brother in me? Never knew. Okay.
Hi. Colonial research station from the war, made unusable when it was decommissioned, but some of the systems are still intact. Ich würde sagen, das wechseln wir mal aus. Heavy Missile. Es ist nur eins, aber. You could activate some of the turrets if you get close enough. That would help. Okay, offensichtlich nicht so einfach. Von diesen Raketen, ne. Meinst du von diesem Arc 9000, da stand, ich kann nur eine tragen? Also eine. Gottes Willen. War ein bisschen viel auf einmal. Hey. Aber gut, wir sind so weit gekommen, wie wir bisher noch nicht gekommen sind. Und ich könnte mir vorstellen, für diesen Kampf da, Wave of Wave, da wird ja bestimmt auch noch was richtig Großes am Ende kommen, könnte ich mir vorstellen, dass man da ein bisschen die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, besser nutzen muss. Aber zumindest weiß ich jetzt, was mich erwartet. Das ist schon mal eine Menge wert. Was haben wir da? Ja! Ja, aber ich bin. Wir sind immerhin wissen wir jetzt, es gibt 7 Sektoren. Ich meine, vielleicht gibt es danach noch was, aber zumindest 7. Wir haben eine ganze Menge Loadouts, haben wir freigeschaltet. Ja. Okay, Blueprints, das sind dann Sachen, die ich unterwegs bauen kann, glaube ich, ne? Ja, ja, danke, GG, in der Tat. Oh, es war tatsächlich nicht schlecht. New Colors ist nicht so wichtig. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Hangar. Okay, gucken wir uns mal die. Also mit dem Schiff bin ich eigentlich zufrieden. Da würde ich die anderen erstmal noch nicht freizuschalten. So, was ist das jetzt hier mit diesen Subroutines? Okay. Habe ich die immer drin oder muss ich die?
Currently installed. 0 von 1. Also 0 von 1. Also ich kann die... Okay. Wow. All entschiedbar, so wenn... Ne, das finde ich nicht so gut, aber das... All enemies and loot are visible, obwohl das wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich wird. Every damage system receives... Okay, so ein 5% more armor, weapons deal 5% more damage, display all ancient structures on the star map. Und wie kann ich das installieren? So, wie heißt das genau? Das heißt Enhancement, Subroutines und Glyphs. Muss ich die hier noch irgendwie freischalten? Ja. Aber ich habe doch schon einen, also muss ich die doch irgendwie... Linke Maustaste, Select, ja. Keine Ahnung, was das soll. Weil also die Logik hier, ich habe keins installiert. Ich habe hier 5 von 16 gefunden, hier 1 von 11. Also müsste ich doch... Wieso geht das nicht? Kann mein Schiff das nicht, oder... Na, warum steht's dann da? Und dann erstmal den Loadout angucken. Loadout, nee. Anderen Screen auswählbar. Ach so, weil das die Stats... Ah, verstehe, weil es die... Ja, der, das ist nur die Information. Dann müssten wir es... Select Perk hier. Jetzt wechseln wir das Schiff. Okay. Unten neben den Farben. Hier, oh ja. Ah, super, danke. Press Select to install. Ah. Jetzt können wir uns... Das klingt ganz gut, weil die haben mich bisher immer ziemlich... Also das, den ersten habe ich kaputt gekriegt und danach haben die mich immer zerrissen, die Dinger. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir wissen, wo die sind. Ansonsten 5% mehr Damage ist nett, 5% mehr Armor ist nett. Hardpoints ist auch nett. Install. Okay, das ist jetzt installed. Wenn wir jetzt... Stats? Ja, okay. Sehr gut, hat sich das zumindest geklärt. Sehr gut, sehr gut. Okay, ich habe immer noch ein Problem mit meiner Energie. Ich würde, hätte gern mehr. Und was hatte ich noch gern mehr? Consumables fehlen uns. Hätte ich noch ganz gern einen Slot mehr. Devices auch. Ups. Na gut. Wir haben eine Menge Geld, da können wir... Mehr Weapons brauche ich eigentlich nicht. Kann ich auch nicht. Mehr Secondary Weapons könnte ganz interessant sein. 6000. Oh, die sind teuer, verstehe. Aber da kriegen wir gleich einen zweiten dazu. Das ist auch nicht schlecht. Machen wir.
Ja, Geschwindigkeit ist auch ein guter Punkt. Der Boost bringt mir nicht so viel, weil wenn ich den brauche, kann ich ihn nicht benutzen, weil dann habe ich in dem Moment nämlich keine Energie. Also ist die grundsätzlich die normale Geschwindigkeit schon ganz gut. Was ist das? Die Fuel Capacity ist auch nicht schlecht, aber da haben wir erstmal genug. 5 Sprünge sollte reichen. Also ich würde sagen, wir machen... mal 12.000. Dann noch ein Consumable mehr. Vielleicht denke ich dann auch mal dran, die zu benutzen. Dann haben wir noch 6.000 über. Nee, haben wir doch. Okay. Würde sagen, neuer Flug, neues Glück. Wieder auf Easy. Erstmal gucken, dann mal das Spiel auf Easy durchspielen und dann danach immer noch zu Normal wechseln. Please ensure that your attention is on hostiles on this run and not on the scenery. Ja, bin gleich gegen die Hälfte gegen geflogen. Uiuiui, ja, eine Menge. So, jetzt ist dieser rote Balken viel kleiner. Warum ist der viel kleiner? Weil ich nichts habe. Der Shield braucht nur 12 Energy. Okay, Energy, das ist dieses Allocation. Ich nehme an, deswegen ist das der rote Balken kleiner. Bauen wir erstmal alles ein. Noch ein Tech-Container. Okay. Ja, aber die kann man sich dann nachher durchlesen. Ich meine, der Witz ist halt auch, dass teilweise das über Dialoge passiert, mitten in irgendwelchen Kämpfen, wo man wirklich anderes zu tun hat, als den Text zu lesen oder auf die Stimmen zu hören, die man teilweise einfach nicht verstehen kann vor lauter Geballer. Aber gut. So, ich habe mir das Layout C gar nicht angeguckt. Das wollte ich nur machen. Na gut. Das wir hier freigeschaltet haben.
So, mal gucken, ob unsere Schwester jetzt auch wieder da ist, wenn wir da wieder hinkommen. Das würde mich auch interessieren. Steht das im auf der Wiki-Seite oder ist das irgendwie... Nee, weil ein Manual gibt's ja nicht. Muss ja da stehen. Oder ist das so ein Fan-Ding? Okay. Also quasi mehr oder minder offiziell wahrscheinlich. Okay, haben wir eine Menge Ohr, aber sonst irgendwie nichts. Nehmen wir das Ohr mit. Fuel Transport, das ist nix. Ja, dann fliegen wir weiter. Oder? Ist da noch irgendwas? Plasma. Na, kann ja zum Plasma-Field gucken. Fehlt es da noch irgendwas? Okay, werde ich nach dem Streamer drauf gucken. Ich meine, was schon ganz nett ist, dass man sich zumindest die Cutscenes ja jederzeit wieder angucken kann. Was ich übrigens vergessen habe zu machen. Aber das können wir ja... können wir das nicht sogar jetzt machen? Nee, ich glaube im Hangar können wir das machen. Nanobots sind gut, ja, warum nicht? Können Nanobots ja schon brauchen, weil ich offensichtlich schon ein Loch in unseren Rumpf geflogen habe. Da sind die. Oh, Service Station. Na gut, ihr werdet da nicht lange überleben, vermute ich. Jo, sieht nicht gut aus für euch. Also kann ich da nicht rein? Was soll das denn? Weil ihr gerade angegriffen werdet? So, guck mal, alles gut. Abkaufen, fantastisch. GNP-Container, meine Scrap. Ach ja, wir müssen ja auch Scrap noch für den Kollegen besorgen. Jetzt sollte ich das einfach mal drauf anlegen, ein bisschen was einzusammeln. Eine Sache, die ich an Easy sehr schätze, ist, dass man mehr Zeit hat, bevor die bösen Jungs ankommen.
glaube, es ist doppelt so lange wie auf Normal. Plasma. Okay, reicht hin. Just what I need. Keine Ahnung, wovon unser Freund Adam da gerade gesprochen hat, aber irgendwas braucht er offensichtlich. Gehört das hier zu G&B? Wahrscheinlich nicht, ne? Sieht nicht so aus. Okay, haben wir ein bisschen Fuel gut gemacht, das ist immer gut. Okay, Nanobots klingt gut.
New Blueprint, auch nett. Das sieht auch nett aus. I'll take these, thank you. Power Cells, die Frage, vielleicht sind das diese Energy Cells, die ich für die Dings da gebraucht hätte, für die Turrets im Endkampf oder vermeintlichen Endkampf. Weil da stand was von Energy irgendwas. Vielleicht ist das nur was anderes. Mineable Scrap, okay. Nur für den Fall, dass wir den Kollegen treffen. Da war ein Ancient Depot. Ne? Ich würde es ganz gerne noch mal probieren. Ich meine, im schlimmsten Fall sterben wir halt. Aber das ist besser jetzt früh im Spiel als spät. These clouds again. They look beautiful. We are, however, flying blind. Limited sensor range here. Bin zu weit weg oder war oder mache ich keinen Sch. Ah, jetzt, okay. Ja, ich muss näher ran. Das Problem ist, dass das zum schwarzen Loch wird. Und da muss ich auch wieder weg. Was mit größerer Reichweite? 600 Meter, 700 Meter, 1100 Meter. Achso, der macht mehr Schaden. Ich glaube, mehr Reichweite ist in diesem Fall besser.
Okay, bleibt das? Ich glaube, das geht wieder weg nach einer Weile. Yep. Okay, jetzt müssen wir da reinfliegen und den komischen... Also ich glaube, wir müssen da reinfliegen. Raus. We have either traversed several sectors, or I am experiencing a locator malfunction. Please cross-check the map. No, you're not broken. We've definitely moved a considerable distance. Das klingt doch. This was evidently some sort of jump gate. Ach, nicht Alec. Oh Gott. Bloß weg von dir. Erstmal zu dem Ding hier. Danach gucken wir zu Alec. Sollen wir wieder irgendwen umbringen, der uns total überlegen ist? Okay, dann uns erstmal reparieren hier. Naja, immerhin. Nicht so aufregend. Okay, wo ist der Kollege? Da. Hallo? In your little clan. Little? Man, that was before. The Coalition is a name you should get used to hearing. Count yourself fortunate that you are our most honored ally. Good to hear. There's one last thing I'd like to ask you to do. The Phantom Retaliators are occupying an area that was once ours. We basically started our operations there, so there's an emotional attachment to the whole thing, you know? And you want it back. Naturally. The Phantom Retaliators have pushed their luck too far this time. They need to be driven out. This is our home turf. Let me think about it. Think all you want, but there are unwritten laws here in the DMZ, and you best not cross them. The time for action is now. Are you with us? Or with them? Since you put it that way, Alec, send me the coordinates. I'll see you there. Ich bin ja nur ein Klon. Prepare yourself. This will be a tough fight. Okay. Wir sind hier, okay. Gucken wir einfach mal weiter.
This is bad. Dio, das würde ich auch sagen. Mal weg. You've been detected. Detected? Ich glaube auch. Okay, funktioniert noch irgendwas in unserem verdammten Schiff? Sieht nicht gut aus. Ah! Shield Booster, ich glaube, den könnten wir brauchen. Ich meine, ich muss die nicht bekämpfen, aber irgendwie will ich die bekämpfen. Was wahrscheinlich keine gute Idee ist, aber ja, wir sind zum Ballern hier. Ich glaube, das beantwortet meine Frage. Du bist das nicht. Du bist auf der anderen Seite.
zur Hölle ist der Typ? Da vielleicht... Der muss da drin sein, oder? Ja, ich weiß ja, wie ich da reinkomme. Okay. Wie können wir dir helfen? I'm back. I can see that. Here are some things I appropriated from the G&B stocks. Every bit helps. Say, about that wormhole tech you have, I wouldn't mind taking a look. Well, in fact, you could try it firsthand and help me out with another task at the same time. Wait a sec. You're letting me actually use it? Wormhole travel? I'm transferring the wormhole locator routine to your hive as we speak. Don't tell anybody about it, okay? I lost some collector drones through a wormhole and need them back. You can do that for me, right, Adam? I guess. Wir werden überhaupt nie ausgenutzt hier. You want me to actually go through the wormhole to the Okar homeworlds? How else would you get the job done? It's an in and out operation. Reactivate the drones and lead them back out of the wormhole. Be quick about it and you won't be noticed. Hold on. I'm having second thoughts about this. Well, don't overthink it, Adam. You'll be fine. It's worked out with us okay so far, right? Listen, I needed a new refinery construction, otherwise I'd take care of this myself. Ja, ja, meine alte Later. Kriegsverletzung. Wait. Wow, she was in a hurry. I have received the wormhole locator routine, along with coordinates to the wormhole and drones for us. I would not advise trying to enter the wormhole. I mean, I know she has her secrets, don't y'all? You don't think she's trying to double-cross me, do you, Hive? Reading the hidden motives of humans is not my greatest strength. Although I do notice certain inconsistencies in your new ally's personality. Das war zum Beispiel so eine Situation, wo die Unterhaltung so ein bisschen untergegangen ist. I'd rather get to the bottom of it and check out what she wants me to do for her. Wo müssen wir hin? Schildchen. Oh, der ist kaputt. Na, fantastisch. Können wir den reparieren? Keine Nanobots. Okay. I do not know why you persist, but if you must, then carry on. ja, ist der Jump jetzt hier in dem System oder müssen wir irgendwo anders hin? Ich meine, wir werden es sowieso nicht schaffen, weil wir gleich tot sind. Wir keinen Shield Generator mehr haben. Diese Dinger sind auch nicht hilfreich.
Credit sammeln wir noch ein. Wenn wir da mal hinfliegen könnten. Nanobots, die wollen wir haben. Plasma, Dark Energy, Nanobots. Wahrscheinlich nur einer. Jo. Okay. Müsste nicht ihr Gesicht hier dann... I can now locate and open wormholes to the Ocker homeworld. To find the wormhole, okay. Vermuten wir mal, das ist einfach woanders. Oh fuck! So, wenn wir das jetzt wieder benutzen, dann war das eigentlich auf der Karte zu sehen.
Ah, das ist ja gleich hier. So, wo müssen wir hin? Da haben wir den Kampf. Okay. Ja, wir sind ja nicht mehr in allzu gutem Zustand. Aber nicht raus, sondern zur Hölle sind wir hier reingekommen. Unser Zustand, Schisszustand, werden wir eh keinen großen Kampf mehr überstehen. Sektor 5, okay. Fuel brauchen wir so langsam mal wieder. Fuel und Nanobots. Nanobots. Okay, fliegen wir einfach weiter. Die Aufträge, würde ich sagen, machen wir dann in einem anderen Run. Weil da sind wir ja offensichtlich drüber hinweggeflogen oder drüber hinweggesprungen mit unserem super ancient warp wormhole Ding, whatever. I strongly recommend sourcing more fuel as soon as possible. Ach, du bist ein ganz schlauer, weißt du? Also
Irgendwer schießt auf uns, wir sehen aber nicht von wo. Das ist... Ja. Hm. Klingt gut. Na gut, wenn die hier auf uns schießen, dann würde ich sagen, hauen wir mal lieber ab hier. Ne? Meine Fuel für einen Sprung haben wir. Glaube ich. Some more. Ah, fantastisch. Okay, also Corvettes können wir jetzt so langsam relativ sicher erledigen, wenn wir genug Corrosion Missiles haben. Oder zumindest fühlen sie sich nicht mehr sonderlich unmöglich an. Manable Fuel, das klingt gut. Ist das nur die eine oder nicht? Gucken wir mal zum Vater Wrack. Wrack. Hübsch ist es hier. Aber ich glaube, wir sollten einfach mal weiterfliegen.
So, und ich würde sagen, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Wir fliegen noch hier hin. Und meine Augen werden nämlich langsam müde von dem ganzen, von den ganzen schnellen Bewegungen hier. Und gucken wir uns hier nochmal kurz um. Credits, Transport, Ore, Mining Drone und Ding. Okay. Ja, da würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir machen hier nächste Woche am Mittwoch weiter. Da haben wir, können wir mal gucken, da haben wir eine ganze Menge Outlaw Bomber. Okay, klingt interessant. Um die werden wir uns dann beim nächsten Mal kümmern. Und wir werden dann sehen, ob, weil wenn ich Safe and Quit mache, fange ich in diesem Sektor wieder an beim Reinspringen, ob das zufällig ist, wo wir hier hinspringen. Also ob wir quasi das Gleiche wieder antreffen. Dann wünsche ich euch also noch einen schönen Restabend und eine gute Nacht. Und wenn ihr mögt, nächsten Mittwoch geht's weiter. Okay, also bis dahin. Tschüss.